Hallo, ich bin der Toddy und ich habe ein neues Interface-Video für euch. Diesmal geht es um ElfUI und das ist wahrscheinlich das, wo die meisten nachfragen, wenn sie schreiben, was hast du da für ein Interface? Denn das ist das Erste, was so wirklich massiv mein Interface einfach verändert. Das andere war ja alles so mehr oder weniger Komfortzeug und das ist jetzt mal wirklich was eigentlich hauptsächlich für dieses ganze Zeug, was man hier sieht, verantwortlich ist. ElfUI kann man nicht wie alle anderen Addons, über die ich bisher vorgestellt habe, über COS runterladen, sondern das ist eine eigene Webseite. Ich packe euch den Link trotzdem mal in die Videobeschreibung. Das müsst ihr auch dann manuell installieren, das heißt den ZIP-Ordner, den ihr da runtergeladen habt, den entpackt ihr einfach in den WoW-Interface bzw. Addons-Ordner. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr, wenn ihr das erste Mal einloggt, so eine Willkommensnachricht, wo ihr so ein paar Sachen entscheiden könnt, wie ihr das haben wollt. Lest euch das am besten genau durch, was da steht und entscheidet, wie ihr das am besten haben wollt. Ihr könnt aber hinterher auch alles nochmal ändern. Wenn ihr das dann gemacht habt, bekommt ihr im Hauptmenü so ein ElfUI-Button und wenn ihr den drückt, bekommt ihr dieses wunderschöne Fenster mit 12 Milliarden Unterpunkten, auf die ich nicht alle eingehen werde. Ich werde es auch wieder versuchen, möglichst kurz zu halten. Es geht nur so um die Grundfunktionalität, wie man hier so Sachen machen kann. Der Hauptpunkt von dem Ganzen ist einfach mal, wenn ihr oben auf Ankerpunkte umschalten drückt, dann habt ihr hier so ein Grid, sage ich jetzt mal, und könnt alle Elemente verschieben, so, entweder mit Drag and Drop oder eben hier sind so Pfeiltasten, da könnt ihr dann pixelgenau das nochmal hinschieben, wenn ihr es wirklich hundertprozentig genau haben wollt, ansonsten halt einfach so schieben, wie ihr das wollt. Ihr könnt hier auch verschiedene Modi, sag ich mal, auswählen, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist mir alles viel zu viel und viel zu voll und ich kann hier gar nicht einzeln alles durcheinander ziehen. Ich möchte erstmal gucken, wie das denn aussieht, wenn ich jetzt in keiner Gruppe oder so bin, dann geht ihr einfach auf Solo und habt wesentlich weniger schon mal hier. Und da gibt es so verschiedene Sachen, Schlachtzug und so weiter. Ich lasse es meistens so, um dann auch mal zu gucken, wo alles ist, außer ich komme wirklich an so Stellen, wo das wie hier oben ist und ich da überhaupt nicht mehr vorankommen und gar nichts mehr verschieben kann. Wenn ihr sperrt, ist das halt so, wie es soll und man kann es dann auch nicht mehr verschieben. Am besten ist immer, wenn ihr euch selber mal so ein bisschen damit beschäftigt und guckt, was man da machen kann. Die sind meistens relativ selbsterklärend, die Sachen, die man hier anhaken kann und so. Bei Medien könnt ihr zum Beispiel die allgemeinen Farben der Texte nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr mal hier drauf achtet, auf diese Überschriften-Dinger da. Wenn ich jetzt sage, oh, hier so ein geiles Gelb oder Blau, dann ändert sich das alles. Ich mache es meistens auf die Klasse von dem Char, den ich spiele, weil ich das dann ganz stimmig finde. Ihr könnt natürlich auch die ganzen Farben hier dann irgendwie, wenn ihr sagt, oh, ich bin nicht so ein dunkler Typ, ich möchte das lieber irgendwie so haben oder so, geht das alles. Oder die Rahmenfarbe ändern. Hat gerade nichts, weil ich glaube, die Rahmen habe ich ausgestellt und so. Oder hier, wenn er sagt, so ein flawless Rot ist schon ganz cool. Da könnt ihr die Farben halt ändern, was so eigentlich die Hauptsachen sind, wo man dann so ein bisschen dran rumspielen. Wenn man das einmal eingestellt hat, schaut man einfach so ein bisschen weiter und guckt. Man kann hier auch bei Chat verschiedene Sachen einstellen. Es gibt dann auch noch wiederum Plugins dafür, wie Addon Skins ist, glaube ich, ein Plugin, wenn es nicht standardmäßig drin ist, aber ich glaube, es ist eins, wo man dann zum Beispiel die DBM-Sachen, die wir ja im letzten Video hatten, so ein bisschen aussehen lassen kann, wie bei ElfUI, damit das eben alles wie aus einem Guss wirkt und so weiter. Oder Location Plus, das gibt einem so Zusatzinformationen wie hier unten. Ist eigentlich ganz praktisch. Ich will, wie gesagt, nicht zu sehr ins Detail gehen. Falls ihr da spezielle Fragen habt, dann schreibt einfach mal einen Kommentar. Ich kenne mich auch nicht so super gut damit aus, weil es sehr, sehr komplex ist. Aber vielleicht kann ich euch dann ja so ein bisschen helfen. Am besten, wie gesagt, ihr schaut euch einfach mal durch. Wenn ihr spezielle Sachen habt, macht alles in Ruhe nach und nach. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt bei den Namensplaketten noch Sachen ändern, dann schaut euch einfach mal durch, probiert ein bisschen aus, wie das aussieht. Ihr könnt auch Profile anlegen. Hier sind Plugins, ne? Ah, egal. Aber ich glaube, die beiden hier sind auch Plugins. Ihr könnt auch Profile anlegen für die einzelnen Charaktere, damit ihr sagt, okay, auf dem Druiden möchte ich andere Farben haben oder es soll anders aussehen. Oder ich habe eins für einen Tank und eins für einen Heiler, wo beim Heiler vielleicht das Raid-Frame mehr in der Mitte ist oder so. Das könnt ihr alles machen.
und könnt dann einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie euch das Ganze gefällt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, beziehungsweise ein bisschen zu verstehen geben, wie das Ganze funktioniert hier. Ich habe es mir so zurechtgeschoben, wie ich es haben wollte. Vielleicht schreibt ihr mir mal, wie ihr das so gemacht habt oder was ihr so für Interfaces benutzt. Es gibt natürlich noch andere Sachen, die so Komplettpakete beinhalten, wie Lui oder so. Aber ich benutze eigentlich LVI meistens. Von Zeit zu Zeit ändere ich da mal was oder baue mir selber welche, aber LVI ist schon sehr komfortabel, was das angeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.